Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, bei PvP Canyon Crossing. Ja, ich habe mal einige Mods entfernt, die ich so nicht gebraucht habe. Aber Verstellung ist minimal besser. Ja, was soll's, ne? Also hier muss das Brot noch raus. Mehl ja nicht, Brot. Ups, sie kommt durchlaufen. Das Zeug hier, was hier rumliegt, das aussieht wie Brot. Sieht aus wie Kuchen. Ich würde das nicht essen. Erstmal riechen und dann nachher schauen, ne? Das hat er rausgeworfen, das passt. Das ist richtig. Richtig geraten. Das andere ist auch noch mal gucken, hier die 6 oder Stück. Ja. Gucken wir mal, was für ein Zeug ist. Ja, immer ist Englisch immer schlimm, ne? Also ich muss da mal richtig raten. Das könnte das sein. Ja, ist es nicht. das könnte sein. Jo. Das war's, ne? Mehl mal wieder reinpacken und wir packen rüber zum Bäcker. Da war noch garantiert noch in einem Ding, ne? Kein Platz mehr, aber doch raus. Ja, Mehl. Ich will ja nicht. Ist er drauf? Ja. Ich habe ja so einige Mods runtergenommen oder beziehungsweise ich habe mal komplett. Neu erstellt und dann ja in der Hoffnung, dass ich die richtigen Mods dann drauf habe. Ne? Das Problem ist ja, die Mods haben ja alle irgendwo einen englischen Begriff, Dateinamen, und die heißen aber auf Deutsch, warte ich jetzt, naja, das ist nicht das gleiche, ne? Also von da muss ich immer umdenken und das ja uns einen leider nicht verstehen kann und nicht lesen kann an der Beziehung, ist das dann natürlich ja blöd, ne? Aber ich habe es irgendwie hinbekommen. Ich hoffe, das hat nichts viel. Ich hatte gesehen, dass die Focke gefehlt hatte. Muss ich auch immer suchen. Ja, und ja, eigentlich ist der da immer drin, aber ich habe es nicht gefunden, weil es einfach wie gesagt Begriff ist da anders, ne? Das ist ja mein Problem. Bonus da, ne? Ja. Ja, ich wünsche mal schön Wochenstart, ne? Montag, ne? Ja, dann werden wir das verkaufen. Drüben sind ja auch noch zwei Paletten. So ein bisschen Geld verdienen und dann ist es auch weg. Mehl ist drauf, das lassen wir drauf, ist egal. Die paar Dinger, die machen nämlich nicht ärmer, nicht reicher. So, und mit auch nicht viel und Bäcker, ne? Ja, die Ernte war 38 auf Volltouren. Ich habe da jetzt mal den anderen Leitwerk raufgenommen. Vom das bisschen breiter ist, aber das werden wir dann irgendwann mal aufrüsten, umrüsten, die Jungs. Dass die mehr Arbeitsbreite haben, dass es dann mehr geht auf einmal, ne? Ja. Produktion ist da. Stahl ist da, Schweine da. Aber der Rest auch. Anhänger ist da. Die Werkstatt war nicht da. Ja. So einiges halt, ne? Naja. Deswegen habe ich ja vor, wenn es da 25 muss aber sein, wenn er kommt. Ich gehe von außer kommt. Aber mal schauen, ne? Verkaufen mal beim Walmart. Ja, was willst du machen, ne? Ich glaube noch Grasballen reinfahren oder so, ne? Ja, wenn ihr was wisst, was man verbessern kann. Auf Innensicht ist klar, jetzt haben wir da ein bisschen Buckler. Wenn wir den vorbeifahren lassen hier, den Burschen. Der wollte zu der Stadt, glaube ich.
Ja, deswegen würde ich ja, wenn das neue kommen würde, komplett auf ja, erstmal was Originalfahrzeuge gibt, würde ich jetzt keine anderen dazu nehmen. Klar, einige sind besser aus oder haben mehr Funktionen, aber erstmal darauf verzichten. Um ja dann nicht hinterher viel suchen zu müssen, ne? Und außerdem muss ja nicht alles geladen werden. Ja, Palettproduktion ist da. Irgendeine andere kam auch noch hinzu. Ich weiß nicht genau, ob das so ähnlich ist, aber immer ist da. Hatte ja letztes Mal Nägel geliefert gehabt. Also Produktionsdings fehlt noch. Aber gut, das macht nichts. Das ist ja jetzt nichts, was fehlen würde in dem Sinne, sondern schlimmer ist ja nur, wenn jetzt Maschinen fehlen. Ne? Das ist ja mit dem Speichern ja weg. Ne? Ist komplett aus dem System raus. Das ist dann schlecht. Ja, Grasbollen auch da, ja. So Skripte und so, das ist ja dem Augenblick nicht so schlimm. Das ist ja dann. Ja. Kann man dann darauf verzichten erstmal, ne? Also so die Infomod zum Beispiel hier, also hier Inspektor, wenn der fehlen würde, ja, wäre nicht so schön, aber ja, nimmt man wieder rauf und dann ist gut, ne? Ah, doch repariert. Ja, kurz gibt ja eine neue Version 13. Jo. Ich nehme es mal auf, ne? Du kannst ja mal, das ist ja schön, dass da mehrere Dateien. Du kannst ja neu laden, ne? Das ist ja keine großen Mengen. Das ist ja nicht so schlimm. Ja, es ist ganz schön. Also ich merke das auch. Oh je, vorbeigefahren. Ich glaube, ich kann die Bank da oben verkaufen bei mir. Nicht, sondern hier steht rum. Ich muss mal ein Gebäude sparen. Bank brauchen wir noch nicht. Ups. Bin also gespannt. Nicht gelesen, dass jetzt hier die Menge geliefert wurde. Ja gut, ich hoffe, das geht gut. Ja, jetzt ein Ticken besser laufen würde, wäre es gut. Ah ja, sehen wir lose vorne. Gut, die rutschen nicht so runter so schnell, das geht jetzt auch. Mann, Junge. Und ein bisschen erkältet. Anführungszeichen, ne? Verkühlt. Vermute mal, und oh, das kriegen wir nicht runter, der Scheiß. Der geht nicht runter, das Zeug geht nicht weg. Jetzt werden wir nicht los, geht woanders hin. Was haben wir da drauf, ne? Wir haben noch Orange Brett. War das irgend so ein anderes Zeug? Das geht, glaube ich, woanders hin. Das ist so gemein. Können wir nicht mal reingucken. Wenn irgendwas rot ist, ne? Können wir mal sehen. Oh, ja, was fehlt denn hier? Miss Kompost ist für fast alle. Dann können wir ja auch Dünger ist voll. Saatgut. Haben wir nicht so viel. Die erste Harfe. Aufgebraucht. Können wir die aktivieren. Muss ja nicht laufen kosten, ne? Kein Strom. Wasser. Noch da.
Ach so, ich wollte gucken, wenn ich kaufen kann. Dann klicken wir das Gebäude an, dann können wir da hinfahren. Ja, Umzug wäre auch nicht so schlecht, aber ja. Doch, ich bin von allem überzeugt, gebe ich alle zu. Das doch. Irgendwo da hinten, ja. So, mal ein bisschen drinne. Ein bisschen besser wird es ja nicht, aber minimal, oder wenn überhaupt. Wie gesagt, ich vermute mal ganz stark, dass die Energie zu schwach ist und das Ganze nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ist ja leider mal so. Wie fahren am besten? Keine Ahnung. Oh, da hinten lang, ne? Müssen wir. Die eine Brücke ist noch nicht da, also müssen wir hier den Umweg fahren. Über bei der Produktion vorbei. Na, wenn wir hier rechts abbiegen gleich. War sie hier. Ja, ist halt so, ne? Brücken bauen, na ja, gut. Fehlt ja das Holz, ne? Und bei 0,5. Oh, 87%. Geht das so schnell nicht voran. Ja, lieber tagsüber langsam und dafür nachts dann durchschlafen. Ne? Das ist ja dunkel, will man auch nicht spielen. Ne? Das ist ja halt so. Ich sehe nichts, ihr seht nichts. Wollen wir gutes Licht haben, trotzdem ist das nicht so gut, ne? Ja. Das Ding vergessen gehabt, hier hätte ich hier. Na gut, Reparatur ist das noch nicht so tragisch. Hier fehlen eigentlich Geräte. Ein bisschen komisch. Gruppe fehlt hier. Ja, das ist schlecht. Wenn hier rüberfahren. Gruppe fehlt, den sehe ich da so. Oder oh, sind sogar eine, das kann auch sein. Also eine Gruppe ist ja unterwegs, der arbeitet ja und der andere pflügt. Also der hat auch Befehl. Das wäre schlecht. Aber ja, dann wäre es halt so, ne? Ja. Das kann man sich ja zur Not auch noch gut schreiben lassen oder also dann neu kaufen. Vom Geld her. Einzig Blöde ist, wenn man Produktion fährt und die waren vorher Rohstoffe, ne? Das ist natürlich schlecht, ne? Wenn, gut Weizen so kannst du es zur Not auch regenerieren irgendwie. Geht schon irgendwie, aber wie gesagt, am Ende ist ja doch trotzdem blöd, ne? Und wie ich das so sehe, ja, vieles ist trotzdem nicht besser. Aber ich habe sicherheitshalber habe trotzdem mal den Spielstand kopiert und den alten mal so belassen. So könnte immer noch zur Not zurückgehen, also. Hier, ganze Mods hier, Fruchtfolge und so ein Zeug. Das habe ich alles weggelassen. Ne? Na gut, die ganzen Helfer, die unterwegs sind, das finde ich schon heftig. Ne? Ich hoffe ja, dass irgendwann mal was Besseres kommt. Ne? Update kam trotzdem für die Karte irgendwie. Aber wie gesagt, Gebäude. Das ist das ganze Problem bei die Gebäude an sich. Wäre schon von Vorteil, wenn die der neuesten Generation Energie funktionieren würden. Was ich hier aber nicht weiß, ich kann es nur vermuten, dass so ist. Ne? Aber
Aber es war schon 19er so, dass die Karte recht performance-lastig ist. Ja. Wie gesagt, aktuell 16 FPS. Ihr könnt es nicht sehen, ich kann sehen, oben links. Ja. Ist immer so. Das andere aktuell nicht auf. Das Programm, aber Prozessor ist nicht ausgelastet. Ein Prozessor 100% ist, ist schon mal schlecht. Aber das garantiert nicht. Da sind wir. Ein bisschen Mokerei, können wir nicht verkaufen. Was aktuell, ja, lohnt sich noch nicht. Bäcker braucht Milch und Eier. Oder Hühner? Naja. Die Hühner werden noch ein bisschen brauchen. Wie gesagt, jetzt haben wir. Haben wir jetzt Juni. Euch haben wir den 16. Oh, halben Monat rum. Überschritten. Naja. Eine Woche noch arbeiten. Na, morgen ist sowieso ganz gemütlich. Die Anlage läuft noch nicht. Werde ich mal abräumen helfen zum Anfang und dann werde ich mit anderen mal Dampf machen hier. Von Erwartung. So, mal gucken. Ich habe hier auch nicht. Das muss doch Kuchen sein, ne? Das sind ja schöne Grundstücke, ne? Oh, oh. Aber ja. Bin grün dabei. Können wir gerade ausfahren mit Paletten. Ja, immerhin fast 45, noch nicht ganz 44 oder so was, ne? Folge der Spur, da können wir zurückfahren. Jetzt gibt es lauter, ja. Lautsprecher. Hier schön ist. Oh, Motoren. Und Kupferdraht. Können wir reingehen? Na, ist verschlossen. Ja, es sind alle schöne Sachen, aber wie gesagt, wenn das hier kann man irgendwas aufbauen. So, zumindest was zu sehen, ne? Hm. Sternbilder, alles gleich. Ich muss überlegen, ob es eine in echt geben würde. Also, alle sind alles ähnliche. Den großen Wagen nachempfunden, ob das sogar original ist, nur bezweifeln. Müsst ihr mal abends im Himmel schauen, wenn dunkel ist. Und mal klare Sicht ist. So, zurück. So, Zuschauer, das soll schon vorher gewesen sein. Ich sag mal schon Dank. Ich sag mal gut, ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.